Die Unternehmen lernen gerade, auch Dinge wegzulassen. Ich kann nicht in einer digitalen Welt bestehen, wo jeden Tag neue Anforderungen dazukommen, indem ich alles, was hinten dran hängt, Altes immer noch mitschleife. Okay, Benny Buhl, ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Von Netzvitamine gibt vielleicht immer noch den einen oder anderen in der Tourismusbranche, der Netzvitamine noch nicht kennt. Vielleicht sagst du einfach noch mal ganz kurz etwas zu euch und was ihr so macht, wofür ihr steht. Netzvitamine ist, wir verstehen uns als Architekten für digitale Projekte und Prozesse. Das heißt also, wir machen alles, was in dem Bereich der Projektsteuerung, der strategischen Entwicklung, der Konzeption, aber auch der Umsetzungsbegleitung und der Qualitätssicherung in eben diesen digitalen Projekten und Prozessen angeht. Ganz plakative Beispiele: Website, Vertriebssysteme, Shops oder Online-Shops. Und eben halt den ganzen Part dahinter, kommunikativ, das heißt Social Web, das heißt Apps, alle diese Dinge. Und die sind natürlich übergreifend, das heißt also aus dem digitalen Prozess heraus entstehen ja meistens auch dann analoge Prozesse, dass halt eben sich Unternehmensstrukturen ändern müssen, dass es mehr Mitarbeiter in bestimmten Bereichen geben muss und vielleicht weniger in anderen. Und solche Dinge, die wir dann auch in Teil mit anreißen und über den Werkverbund dann auch abbilden können, wenn es dann in Richtung Infrastruktur, Organisation und so weiter geht. Das ist unser Schwerpunkt. Das heißt also, verglichen mit der klassischen Baubranche wäre das einfach ein Architekt, der steuert, der budgetiert, der mit unterstützt, der aber selber nicht den Ziegel setzt. Das heißt also, wir programmieren nichts und wir machen auch kein Design, sondern wir sind wirklich Beratung. Mit Blick auf eure Kunden in der Beratungstätigkeit, was sind da so gibt es Themen, die sich vielleicht wiederholen oder die so in die letzten Monate, letzten Jahre vielleicht insbesondere eine Rolle spielen oder die immer wichtiger werden, eurer Meinung nach, so vom Gespür her? Im Großen und Ganzen könnte man es überschreiben mit dem Thema der Professionalisierung. Und der gilt eben, was es mit Blick auf unsere Kunden angeht, die eigenen Prozesse und die eigenen Projekte, Kampagnen, Maßnahmen jährlich, aber auch das Know-how, das ich in den Teams habe, also in den Organisationen vor Ort. Egal, ob das jetzt ein Hotel ist oder ob das jetzt eine Destination ist oder eine DMO oder LMO oder sonstiges, oder ob das eben auch bei anderen branchenfremden Betrieben ist. Es ist immer das Gleiche bei den Organisationen, dass ich quasi darum momentan in eine Richtung der Professionalisierung gehen will. Und Professionalisierung heißt erstmal strukturierte Abläufe, ja, im Sinne von links und rechts schauen, ja, aber eben auch da wieder aufs Ziel zu arbeiten. Und das Ziel kann ich ja jährlich ändern oder auch unterjährig ändern und kann es ja quasi auch mal bearbeiten und auch mal sagen, vielleicht hinterfrage das Ganze. Aber dann weiß ich, wohin ich marschiere zumindest. Und dann eben in Zusammenarbeit jetzt aus Destinationssicht raus mit den Leistungsträgern vor Ort die Professionalisierung reinzubringen. Und das geht eben halt nur, wenn ein gewisses Grund-Know-how und Verständnis da ist für die Themen und ich das auch glaubhaft transportieren kann. Ich kann nicht zu einem kleinen Restaurant gehen und dem erzählen, von wegen, es muss sich online reservieren lassen und ich brauche ein digitales Bezahlinstrument und dann muss mit Kreditkarte bezahlbar sein, wenn in meiner Touristinfo man nur bar bezahlen kann. Das ist nicht glaubwürdig, das funktioniert nicht. Also ich muss Dinge auch vorleben bewusst. Ja? Und das ist hängt mit diesem Thema Mut zusammen, eben Dinge auszuprobieren. Es muss jemand geben, der Innovationen oder Weiterentwicklungen oder Trends eben aufgreift, probiert, wenn sie funktionieren, dann anderen davon erzählen, berichten und sagen, mach das auch, weil ich habe die und die Erlebnisse gehabt. Oder eben davon berichten und sagen, mach es nicht, weil das und das passiert. Ja? Und dann auch bereit sein zu sagen, ich bin gescheitert. Und diese Mentalität ist, glaube ich, bei ganz vielen gerade in einem undenkenden Prozess rein, dass man nicht immer aus dem angstgetriebenen Faktor rausgeht und sagt, was sind die Risiken, was sind die Ängste, was kann das nicht funktionieren, sondern zu sagen, was sind mögliche Chancen, die ich nutzen kann und eben Chancen zu erfinden und nicht Risiken zu suchen. Und dann sieht man eben auch, was alle Themen bewegt, dass es halt im Bereich der Professionalisierung auch dieses Thema Fokussierung wieder reinkommt, das wir jetzt auch hatten als Erfolgsfaktor in den Prozessen an sich, dass einfach die Unternehmen lernen gerade auch Dinge wegzulassen. Ich kann nicht in einer digitalen Welt bestehen, wo jeden Tag neue Anforderungen dazukommen, indem ich alles, was hinten dran hängt, Altes immer noch mitschleife.
Auch die Prozesse müssen schneller werden, auch die Prozesse müssen teilweise wegfallen. Und natürlich wird es irgendwann in ganz, ganz vielen dieser Regionen und Orte weniger Printmaterial geben. Deswegen stirbt es nicht aus, aber da ist es fokussiert. Ich habe halt nicht mehr 18 Flyer und Prospekte für verschiedene Themen, sondern ich habe halt einen großen Image-Teil. Ich habe halt ein inspiratives Buch oder wie auch immer, vielleicht auch anders gedacht mal, andere Formate und Co. Und alles, was quasi an relativ dynamischen Daten auf dem Markt ist und wo aktuelle Daten gefragt sind, läuft über zentrale Datenbanken und läuft online. Beispielsweise Gaschke-Verzeichnis. Warum heißt ein Gaschke-Verzeichnis Gaschke-Verzeichnis? Weil es für ein Gaschgeber gemacht ist. Ja? Sonst würde es Gäste-Magazin oder wie immer heißen. Das ist das alte Prinzip dahinter. Und da kommt die Nachfrage anders hin. Und das wieder beim Thema Bedarf, dass ihr einfach halt Prozesse hinterfragt werden. Für wen tue ich das? Wenn ich einigermaßen Relevanz haben möchte, muss ich halt die Dinge tun, die auch nachgefragt werden. Und bereit sein, Dinge loszulassen. Und das kann man, glaube ich, über alle Projekte gerade stülpen. Egal, ob wir jetzt im Umfeld sind von kommunikativen Part, wo halt einfach große Entwicklungen gerade in Richtung der technischen Trends geht. Von wegen mache ich jetzt eben in dem Umfeld von Digital Signage im Sinne von, ich habe digitale Instrumente vor Ort, Stelen und Informationssäulen, wie man es immer bezeichnen möchte, und baue das dort aus. Oder ob man eben halt digitale Instrumente hat, die vor Ort unterstützen. Also sprich Reiseführer, kann man sagen, für die Hosentasche, und da geht es in den ganzen App-Bereich rein, teilweise auch je nachdem, was ich tue, oder ob ich jetzt in den Bereich des E-Commerce gehe, ja, und auch nicht schwarz-weiß malen kann und sagen kann, E-Commerce ist bei dem und dem stark und bei dem und dem schlecht und auf Destinationsebene hat es nichts verloren, sondern auch da muss ich mir das Geschäftsmodell angucken. Und wenn das Geschäftsmodell lautet, ich habe in meiner Struktur, wie ich aufgestellt bin, eine E-Commerce-DNA mit verankert, dann kann ich die natürlich spielen. Dann kriege ich auch in diesen Destinationen Zuwächse hin heutzutage noch. Ob es das Ziel ist, was anderes. Ja, aber es ist machbar. Und deswegen muss ich da halt einfach konkret dran arbeiten und aufzuhören, immer alle über einen Kamm zu scheren. Und wenn wir jetzt bei aktuellen Themen sind, dann geht man in den Bereich rein der strukturierten Daten und des Open Data. Und auch da nicht immer an Hokuspokus denken, sondern ganz pragmatisch rangehen. Was ist mein Geschäftszweck? Wenn ich den kenne, kann ich auch ganz schnell entscheiden dafür, gebe ich alles raus? Was gebe ich raus? Bookable Content, Non-Bookable Content. Wie gebe ich denn raus? Mit welchen Lizenzen und so weiter? Wenn ich eine hohe Relevanz habe und einfach relativ viel in meinen Geschäftsprozessen auf E-Commerce ausgerichtet ist, dann gebe ich natürlich Bookable Content nur unter meinen Bedingungen raus. Und bestimmte nachfragerelevante Themen, die ich bei mir wieder ableiten möchte und die vielleicht auch irgendwelche SEO-Relevanz haben, halt maximal in einer CC BY-Lizenz. Wenn ich aber eh schon keine hohe Relevanz habe und eh schon unsichtbar bin auf diesem Markt, als Kleinstdestination irgendwo im ländlichen Raum, dann haben die natürlich Gutes daran zu sagen, wenn ich mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit bekomme, dann gebe ich als Non-Bookable natürlich mit CC0 raus. Hauptsache über mich wird überhaupt gesprochen, ich werde überhaupt gefunden. Und so kann ich es einfach dann abwägen. Also alle Diskussionen immer nicht auf globaler Ebene führen, sondern für mich runtergebrochen führen und sagen, was bedeutet das für mich persönlich und für meine Menschen vor Ort, also sprich Anbieter, Einheimische, Gäste dann auch und dann eben alle mit reinwickeln.